Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die gute alte Zeit, es ist unpackbar. Ich meine, eines muss man sagen, als Filmfan ist man ja natürlich zwangsläufig Nostalgiker. Es gibt zwar die Leute, die sich überwiegend neue Produktionen anschauen, aber ich glaube, wir können uns alle einig sein. Früher war das Kino schon deutlich besser und man findet vor allem immer wieder Filme, die für einen persönlich ganz besondere Meilensteine waren. Nightmare Concert war mein allererster, nicht nur Fulci, sondern mein allererster wirklich harter Horrorstreifen und Ninja Commando war tatsächlich der allererste Film, von dem ich jemals einen Blu-ray-Check gemacht habe. Mittlerweile sind wir beim Blu-ray-Check Nummer 1125, glaube ich, angekommen. Und es war das Jahr 2014, als ich meinen Kanal umstrukturiert habe und mit diesem neuen Format gestartet habe. Der allererste Titel, der von Ascot Elite als Rezensionsmuster bei mir angekommen ist und dem ich eben den allerersten neuen Blu-ray-Check spendiert habe. Das ist etwas ganz Besonderes und ich würde euch an der Stelle auch wirklich bitten, diese alten Videos nicht mehr anzuschauen. Aber interessanterweise hat der Film jetzt natürlich auch eine Neuauflage spendiert bekommen. Dabei gibt es bei diesem Release auf der Blu-ray sogar zwei verschiedene Filmfassungen. Wir hatten auf der alten deutschen Blu-ray von Ascot Elite hatten wir neben dem Film in der normalen 96 Minuten langen Fassung auch mehrere Deleted Scenes mit an Bord. Ansonsten waren es eigentlich nur Trailer, wobei es jetzt eben bei der Shamrock Blu-ray auch die komplette japanische Langfassung als Bonusmaterial gibt. Die ist allerdings nicht im Format 2,35:1, sondern ist nur im Vollbildformat enthalten und im kantonesischen Original mit deutschen oder englischen Untertiteln. Dafür ist diese Fassung aber eben circa 12 Minuten länger als die alte Fassung, wobei auf der alten Blu-ray übrigens nur circa 5 Minuten an Deleted Scenes wirklich enthalten waren. Das ist natürlich dann auch wieder ein Ansporn, sich von diesem Film eine weitere Fassung ins Regal zu holen, vor allem wenn es bei Ninja Commando eben auch dermaßen geniale Cover-Artworks gibt, wie das, was jetzt hier vor mir steht. Interessanterweise lief dieser Film eben in den deutschen Kinos sogar überhaupt nur geschnitten und kam dann später mit Freigabe-Empfehlung, sagen wir mal, ab 16 Jahren auch nur in einer gekürzten Fassung auf Videokassette auf den Markt. Erst auf DVDs gab es dann von Ascot Elite, nachdem Splendid natürlich im Jahr 2003 auch noch einmal die alte geschnittene, ranzige FSK 16 Cut-Fassung verwurstet hat, gab es dann die ungekürzte Fassung, wobei sich diese ja nur geringfügig eben unterschieden hat. Es waren 60 Sekunden Material circa, die bei der alten VHS-Fassung gefehlt haben, beziehungsweise waren es dann bei der DVD überhaupt nur mehr 20 Sekunden insgesamt. Insbesondere diese eine Kopf-Ab- beziehungsweise Ohr-Ab-Sequenz war es eben, die uns da vorenthalten geblieben ist. Aber wir sind bei dieser Fassung, bei dieser Blu-ray jetzt eben mit auch der japanischen Langfassung ausgestattet worden, die eben im Vollbildformat da ist, wo es auch größtenteils japanische Untertitel im Bild gibt, wo die Zahl der Unterschiede wirklich gigantisch ist. Wer sich dafür interessiert, findet übrigens auch bei den Kollegen von schnittberichte.com einen ausführlichen Bericht, wo Mux 47 sagenhafte 278 Unterschiede dokumentiert hat, die diese beiden Fassungen eben voneinander trennt. Da war es natürlich auch klar, dass man für diese Fassung jetzt dann nicht die deutsche Tonspur anlegen konnte, sondern dass man das im Original nur mit Untertiteln belässt. Auch hier gibt es 200 Stück überhaupt nur von dem Mediabook. Unsere individuelle Nummer ist hinten aufgedruckt und generell liebe ich die Art, wie sich dieses Cover-Artwork hier dynamisch präsentiert und eben auch in dem Stil, wie wir damals zahlreiche Hongkong
Kinoplakatmotive gefunden haben. Sehr schön eben die einzelnen Elemente und Charaktere arrangiert. Vor allem, weil wir dann ein weiteres Cover, das bei mir tatsächlich in der engeren Auswahl war, ob ich das vielleicht sogar außen auf einem Mediabook haben möchte, hier auf dem Booklet Frontcover ist da, freue ich mich persönlich natürlich über die Abwechslung, beziehungsweise gibt es in dem Fall kein zweites Artwork, kein zweites Plakatmotiv, diesmal auf dem Backcover, sondern ein alternatives Motiv. Wir haben hier zum Beispiel das ganz grauenhafte alte Splendid DVD-Cover mit auf der Blu-ray, wobei das finde ich als Disc-Design absolut perfekt passt, wobei je nachdem, wie groß dieses Loch hier auf der Stirn von dem leicht schielenden Typen ist, könnte man das Ganze ja auch quasi zensieren müssen für eine FSK 16 Fassung, Freigabe. Und außerdem haben wir hier dann noch ein weiteres interessantes Artwork auf der DVD. Spannend finde ich, dass der hier dargestellt, also wirklich, das ist ein Jackie Chan Lookalike Sondergleichen, hier in einem wirklich wunderschön durchgehenden Innendesign dargestellt wird. Das ist ein wirklich tolles, dynamisches Motiv, das wir eben hier im Inneren von dem Mediabook bestaunen können, das mir persönlich auch wirklich wahnsinnig gut gefällt. Und damit können wir einen Blick durch das Booklet werfen, das uns übrigens auch bei diesem Titel wieder von Christoph Kellerbach serviert wird, wobei das in dem Fall einen deutlich dickeren Eindruck macht als bei zahlreichen anderen Shamrock Mediabooks, die ich da jetzt in der letzten Zeit gesehen habe. Es steht nur keine Seitenzahl hinten drauf. Dabei liebe ich schon einmal die Art, wie der Titelschriftzug hier am Anfang präsentiert wird. Das Ganze ist, finde ich, richtig cool gestaltet, vor allem eben auch mit diesem ein bisschen natürlich klischeehaften, aber trotzdem einfach passenden Schriftarten schön arrangiert, die einzelnen Bildelemente, die wir da haben, und dazu dann eben Christophs Text mit einigen Hintergrundinformationen zum Film beziehungsweise der Leute, die daran beteiligt sind. Man merkt, dass man hier ein bisschen die größere Schriftart gewählt hat, damit man natürlich das Booklet etwas besser füllen kann, wobei ich jetzt eben nicht glaube, dass man damit einen Mangel an Text kaschieren wollte, sondern dass man einfach den verfügbaren Text auf mehr Seiten und auf ein damit größeres Booklet ausgedehnt hat, auch noch dazu mit mehr Bildern angereichert hat, und dass das in meinen Augen ein wirklich sehr schön gestaltetes, optisch abwechslungsreiches Booklet ist, mit einer tollen Gestaltung, mit einem, gehe ich einmal bei Christoph Kellerbach davon aus, interessanten und lesenswerten Text. Da bin ich persönlich wirklich extrem, extrem gespannt, was es damit auf sich hat. Vor allem freue ich mich über die japanische Langfassung von dem Film und auch ein bisschen an dieses auf dieses Nostalgische, das ich da jetzt eben erlebt habe für meinen allerersten Blu-ray-Check. Es ist mittlerweile 10 Jahre her, es ist unpackbar. Und hier ist dann Ninja Commando noch einmal in einer verbesserten Fassung.